Mit einem Knalleffekt wurde am 24. April 2015 der Powersports-Bereich im Watzinger Center in Reichenau offiziell eröffnet. Betonung auf offiziell, denn geöffnet ist Watzingers Powersports Center bereits seit Juni 2014 und hat allein in den ersten 3,5 Monaten des heurigen Jahres 2015 nicht weniger als 60 ATVs, Quads und Side-by-Sides verkauft. Die Ansage Klaus Watzingers, die Nummer 1 werden zu wollen, ist also ernst zu nehmen. Beachtlich, was das Team um David Watzinger und Jürgen Gröpel im Powersport Center bieten. Vom Kinderquad über ATVs bis hin zum Side-by-Side und Motorschlitten werden im 1800 Quadratmeter großen Showroom die Marken E.ON, Beeline, CF Moto, EATV, Explorer, Kymco, Online, Polaris und TGB präsentiert. Draußen stehen weitere 6000 Quadratmeter zur Verfügung. Auf einem Offroad-Parcours können die Fahrzeuge Probe gefahren werden. Gefeiert wurde die Eröffnung des Watzinger Powersport Center in Verbindung mit dem 60-jährigen Firmenjubiläum. Auf dem Galaabend verriet Klaus Watzinger, was er und sein Team noch alles vorhaben. Ich habe damals auch ein Werkzeug gekriegt von meinen Vätern. Geld habe ich keins gekriegt und Schulden habe ich noch aufgekriegt, aber vielleicht gebe ich das im Buben weiter. Das Wichtigste ist, dass man ein Werkzeug hat und dass man an die Zukunft glaubt. Ne? Das heißt, wenn ich ein Werkzeug habe und einen Kunden habe, dann kann ich auch daraus was machen. Und man muss natürlich Freude daran haben, was man macht. Und der David hat jetzt die Chance, dass er zum Österreichs größter Powersportcenter, sind wir sowieso, also die nächste Stufe entsteigt. Ne? Und das wäre dann europäisch bester Powersportsvertreter, oder? Ja, das haben wir noch nicht so genau definiert. Die Vision ist noch nicht ganz ausgedacht, aber träumen da mal. Also da geht es auch um die Weltherrschaft, oder? Lassen wir uns überraschen. Klare Vorstellungen hat auch David Watzinger als Leiter des Powersport Center. Nein, Spaß beiseite. Du hast ja die Idee gehabt, Polaris auch mit aufzunehmen, warst der Ideengeber. Und das, glaube ich, läuft ja ganz gut. Du bist ja begeistert und die Nathalie, und deswegen habe ich so blöd gefragt, die Nathalie ist eigentlich auch eine gute Powersportsverkäuferin. Die Perfekte, also das haben wir sie alle nicht gedacht, die jetzt hier auf der Hausen ist, die hat mehr verkauft wie alle anderen. Die hat sich da aufgestellt und Machen wir und geht schon und echt super, ja. Also sie hat verkauft, du hast Aufträge geschrieben dann. Wie wird es denn in deinem Bereich jetzt weitergehen? Was sind denn so deine Pläne jetzt oder was sind denn so deine Ideen? Ja, wir werden den ganzen Bereich noch verfestigen, gerade mit Polaris. Da haben wir wirklich einen super Partner, der eine richtig große Bandbreite anbietet. Und mit denen können wir sicher stark in die Zukunft gehen. Über eine solche Ansage freut sich natürlich auch Ulrich Schäfer, der Chef der Deutschland-Niederlassung des größten Powersports-Produzenten überhaupt, war eigens zur Eröffnung des Watzinger Powersport Center nach Reichenau gekommen. Polaris ist erst seit kurzem jetzt Partner oder Lieferant der Firma Watzinger. Es war ja die Idee von David Watzinger, sich Polaris mal näher anzusehen. Sie sind heute aus Deutschland angereist, um sich das Watzinger Center anzusehen. Wie ist denn der Eindruck bei Ihnen? Ja, wir sind natürlich begeistert. Ein sensationeller Platz hier. Ganz toll. Wenn Sie jetzt so die vielen Geräte gesehen haben und die Verkaufszahlen kennen Sie ja, was würden Sie sagen, welche Zukunft hat der Powersportsbereich und Polaris oder Watzinger und Polaris gemeinsam? Naja, wir haben ja die ersten 60 Jahre haben wir ja quasi getrennt voneinander verbracht. Ne? Polaris ist 60 Jahre, Watzinger 60 Jahre und jetzt müssen wir die nächsten 60 Jahre müssen wir gemeinsam gestalten. Insofern haben wir eine große Zukunft. Also die nächsten Jahre 60 Jahre mit Polaris. Anlass genug also, einmal richtig zu feiern im Watzinger Center in Reichenau. Zumal am 25. April 2015 das erste Quad-Treffen Mühlviertel anstand, auf das nicht weniger als 60 Pilotinnen und Piloten pilgerten. Als größte angereiste Gruppe wurden die 20 Mitglieder der Quad-Freunde St. Georgen am Walde geehrt. Die Trophäe für die weiteste Anreise erhielt das Quad-Team Tirol, die mit ihrem ATVs auf dem Weg nach Reichenau immerhin 350 Kilometer abgespult haben.
Geboten wurde allen neben den vielen Neufahrzeugen, einer Ausfahrt und den Trophäen auch die Gelegenheit, die aktuellen EATV-Modelle zu begutachten und mit EATV-Boss Clemens Eicker einmal persönlich zu fachsimpeln. Insgesamt strömten vom 24. bis 26. April 2015 nicht weniger als 5000 Besucher auf die große Party in Reichenau. Und die sind sich alle einig. Watzinger sollte möglichst bald wieder sein 60-jähriges Firmenjubiläum feiern.